So, da bin ich mit meinem Let's Play Phoenix Wight Acer Journey oder Acer Journey Phoenix Wight, wie auch immer ihr das nennen wollt. Wir sind nun hier angelangt und wollen endlich mal Jan-Yogi beweisen, dass wir alles wissen. Zeuge, nennen Sie uns Ihren Namen. Moment. Ach, immer dieser Karma. Dieser Zeuge, er kann sich nicht erinnern. Nein, ist schon gut. Punkt, 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 Ausrufezeichen, wieso stand da Onkel dran? Ach du Scheiße. Ich habe erreicht, was ich wollte. Es ist genug. Nick, es sieht ganz anders aus. Ja. Das ist der echte Yogi, denke ich. Endlich. Er hat sich schwachsinnig gestellt, um seine wahre Identität zu verheimlichen. Verstellt, 15 Jahre lang. Nun, ich frage Sie erneut. Es ist ja ganz doof, wenn die Spielchen, die man spielt, wie zum Beispiel der Manfred von Karma, nicht so funktionieren, wie er das möchte. Bitte nennen Sie dem Gericht Ihren Namen. Mein Name ist Yanni Yogi. Jaja, nun wissen wir endlich die wahre Identität. Mein Name ist Yanni Yogi. Vor 15 Jahren war ich Gerichtsdiener in diesem Gericht. Ruhe, Ruhe. Yanni Yogi. Also haben sie Robert Hammond umgebracht und haben versucht, Minus Edward diesen Mord anzuhängen. Punkt, Punkt. Ja, ich war's. Ich hab's getan. Punkt, Punkt. Ich war im Zeugenstand vor 15 Jahren. Robert Hammond, er sagte, ich sei unzurechnungsfähig. Er sagte mir, ich sei dadurch unschuldig. Ich wäre so davon gekommen. Also täuschte ich einen Hirnschaden vor. Ich war unschuldig, wirklich, aber er glaubte mir nicht. Wir haben den Prozess gewonnen, aber ich habe alles verloren. Meine Arbeit, meine Verlobte, mein Sozialstatus. Punkt, Punkt. Dann dieses Jahr, 15 Jahre später, erhielt ich ein Päckchen. Es erhielt einen Brief und eine Pistole. Der Plan war bis ins kleinste Detail genau festgelegt. Es war ein Plan für meine Rache an den Leuten, die mein Leben ruiniert haben. Mir war egal, wer ihn geschickt hatte. Ich dachte mir nur, dass es endlich die Gelegenheit nach 15 Jahren. Endlich eine Gelegenheit, mich an Robert Hammond und Minus Edward zu rächen. Ich bedauere es nicht. Warten Sie. Rächen an Minus Edward? Was meinen Sie damit? Darüber darf ich nichts sagen. Warum fragen Sie nicht Edward selbst? Ich gebe jedenfalls zu, Robert Hammond umgebracht zu haben. Von Karma. Wo ist Herr Yogi? Verhaftet euer Ehren. Es ist kein Irrtum möglich nach seinem Geständnis. Also ist der Angeklagte Minus Edward unschuldig, zumindest in diesem Fall. Nun gut, würde der Angeklagte bitte den Zeugenstand betreten? Jetzt geht's ins Ganze. Es gibt noch einige ungeklärte Rätsel. Sie sind aber von jeglichen Verdacht befreit in diesem Fall. Deshalb würde ich gerne das Urteil im Mordfall Robert Hammond verkünden. Irgendwelche Einsprüche? Punkt, 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 Punkt. Ich kann es nicht glauben. Warum sagt von Karma denn nichts? Nun gut, das Gericht befindet den Angeklagten Herr Miles Edward für nicht schuldig. Und dann wird ja auch mal Zeit. Das ist alles, die Verhandlung ist geschlossen. Ja, aber damit war es noch nicht vorbei. Das ist alles, die Verhandlung ist geschlossen. Einspruch! Hat gerade jemand Einspruch gesagt? Es war nicht von Karma. Aber das bedeutete nein. Edward! Euer Ehren, ich erhebe Einspruch gegen Ihr Urteil. Was wollen Sie damit sagen? Ich bin überhaupt nicht unschuldig. Wie wir gehört haben, brauchte Yanyogi Robert Hammond aus Rache um. Aber Rache wofür? Nick. Edward möchte gestehen. Er wird sich für schuldig bekennen. Er wird sagen, dass er der Mörder im Fall DL6 war. Er möchte sagen, dass er seinen eigenen Vater getötet hat. Oh oh, was soll ich tun? Einspruch erheben! Einspruch! Das Urteil ist bereits gefällt worden. Ich erhebe Einspruch gegen Edwards Ausspruch. Einspruch.
Ist sowas nicht gestern schon mal passiert? Ich glaube, ein gewisser Zeuge erhob Einspruch, nachdem schon ein Schussspruch gefällt war. Das war Larry. Wir müssen diese neue Aussage anhören. Wir müssen mir das Edward anhören. Er hat recht. Unsere Pflicht ist es, Herr Edward anzuhören. Na super. Seit 15 Jahren habe ich einen immer wiederkehrenden Traum. Einen Albtraum. Es ist nur ein Albtraum, das dachte ich zumindest. Aber jetzt weiß ich, dass es kein Traum war. Jenny Yogi war nicht der Mörder. Sie meinen den Vorfall, bei dem ihr Vater starb? Von der Entfernung des Schusses her war es auch kein Selbstmord. Alles war sonnenklar. Der Mörder, der Verbrecher im Fall DL6, das war ich. Euer Ehren, ich gestehe meine Schuld. Ich bin der Schuldige im Fall DL6. Die Verjährungsfrist endet heute. Der Schuldige bin ich. Ruhe, Ruhe. Das ist wirklich ernsthaft Unerwartetes. Der für Unschuldige erklärte Anwalt gesteht ein anderes Verbrechen. Ein Verbrechen, dessen Verjährungsfrist heute abläuft. Ich weiß nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Pah, ist doch offensichtlich. Wir hatten einen Prozess ab, hier und jetzt. Wir verhandeln über ein Verbrechen, das dieser Mann vor 15 Jahren beging. Ich denke, wir sollten eine Pause von 5 Minuten machen. In dieser Zeit werde ich über die geeigneten Maßnahmen nachdenken. Die Verhandlung ist geschlossen. 28. Dezember, 14.24 Uhr, Bezirksgericht, Anklagenzimmer Nummer 2. Es tut mir leid, White. Ich habe all Ihre Bemühungen zunichte gemacht. Punkt. Herr Edward, ich kann es einfach nicht glauben, Junge. Ich meine, Sie haben Ihren Vater getötet. Ich wollte es selbst nicht glauben, Herr Inspektor, aber es ist die Wahrheit. Ich verdiene eine Bestrafung. Mord ist Mord, unabhängig von den Umständen. Es ist verrückt. Absolut verrückt. Punkt. Nick, was machst du da? Hä? Oh. Ich habe nur die Gerichtsakte nochmal durchgesehen. Ich bereite mich auf meinen Fall vor. Deinen Fall? Wofür? Hä? Ist das nicht offensichtlich? Ich werde mir das Edwards Unschuld beweisen. Punkt. Wovon reden Sie, Junge? Er hat es gerade gestanden. Er hat die Tat gestanden, vor Gericht. Es tut mir leid, Edward, aber ich glaube Ihrem Albtraum nicht. Was? Es ist nur ein Traum. Es ist nicht real. Die Wahrheit ist hier in der Gerichtsakte. Schnallt auf jeden Fall eure Gürtel enger. Der richtige Kampf beginnt erst. Ich werde beweisen, dass Sie unschuldig sind. Vertrauen Sie mir. White. Unser lieber Herr White lässt sich von nichts abbringen, wenn es um seine Freunde geht. 28. Dezember, 14.30 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 3. Gut, ich werde die Verhandlung gern wieder aufnehmen. Richter, Minister Edward hat seine Schuld zugegeben. Er hat die Tat bestanden. Lassen Sie uns mit seiner Aussage anfangen. Man soll ihn die Verteidigung, auch wenn es sinnlos ist, ins Kreuzhör vernehmen. Die Verjährungsfrist des Fall DL6 läuft heute aus. Obwohl es für mich unüblich ist, möchte ich mich gern an die Vorschriften halten. Ich verstehe. Hat die Verteidigung irgendwelche Einsprüche? Nein, euer Ehren. Von Karma. Sie wussten von Anfang an, dass es so kommen würde, oder nicht? Nun gut. Würde Miles Edwards sich in den Zeugenstand begeben? Der Zeuge nennen seinen Beruf und Name Beruf. Miles Edward, ich bin Staatsanwalt. Herr Edward, vor 15 Jahren haben Sie irrtümlicherweise Ihren Vater Grigert Edwin getötet. Stimmt das? Punkt. Das stimmt. Dann sagen Sie in dieser Sache vor Gericht aus. Als Edward mir gestern von seinem Traum erzählte, ist mir was aufgefallen. Ein Detail passte nicht so ganz. Das ist der Schlüssel, aber nur, wenn ich ihn aktivieren kann. So, wir haben auch so ein Foto noch. Und wie man ja hier sieht, ist hier ein Einschussloch. Also kann da ja schon mal was nicht ganz richtig sein. Bitte, Punkt. Wahrscheinlich fleht sie gerade Mia an, dass sie endlich ihr hilft. Der Fall DL6.
An jenem Tag ging ich ins Gericht, um einen Prozess meines Vaters anzusehen. Als wir gehen wollten, gab es ein Erdbeben und wir waren im Fahrstuhl gefangen. Mein Vater und Herr Yogi verloren die Fassung und fingen an zu streiten. In diesem Moment fiel etwas Schweres vor meine Füße. Ich hob es auf und warf es nach Herr Yogi. Ich wollte ihren Streit beenden. Einen Augenblick später gab es einen Schuss, dann einen Schrei. Es war ein schrecklicher Schrei. Ich erinnere mich bis heute an ihn. Das ist alles. Und bis heute dachten sie, diese Erinnerung sei ein Traum? Wir waren 5 Stunden im Fahrstuhl gefangen. Der Sauerstoff wurde knapp im Fahrstuhl, ich kann mich nicht mehr erinnern, was passierte. Bah, die gleiche Behauptung wie die von Herr Yogi. Nun gut, Herr White, Ihr Kreuzfeuer bitte. Ja, Euer Ehren. Auf geht's. An jedem Tag ging ich ins Gericht, um einen Prozess meines Vaters anzusehen. Mit welchem Prozess hatte Ihr Vater an jedem Tag zu tun? Ich erinnere mich nicht mehr genau. Nur noch an 2 Dinge. Ich weiß, dass mein Vater verlor und Herr von Karma der Staatsanwalt war. Herr von Karma, Sie waren mit dem Fall betraut? Das ist 15 Jahre her. Ich erinnere mich nicht mehr an Details. Das war, als Edward auf das Problem bei von Karmas Beweisen hinwies. Als wir gehen wollten, gab es ein Erdbeben und wir waren im Fahrstuhl gefangen. Es befanden sich also 3 Personen, sie eingerechnet im Fahrstuhl. Ja, mein Vater, Jan Yogi und ich. Von Anfang an ging es uns gut, aber als dann die Zeit verging und keine Hilfe kam, mein Vater und Herr Yogi verloren die Fassung und fingen an zu streiten. Was haben sie denn getan? Ich war damals 9 Jahre alt, was konnte ich schon tun? Ich hatte Angst, ich zitterte in einer Ecke. Aber dann... In diesem Moment fiel mir etwas Schweres von meine Füße. Was war es? Eine Pistole. Ich nehme an, es war die des Gerichtsdieners Jan Yogi. Die Sicherung muss sich selbst gelöst haben, als sie aus dem Hölster fiel. Und sie hoben sie auf. Was passierte danach? Ich hob es auf und warf es nach Herr Yogi. Ich wollte ihren Streit beenden. Wussten Sie, dass es eine Brustpistole war, als Sie sie werfen? Ich glaube, ich wusste es. Ich wusste, dass es gefährlich war. Aber die Luft war so schlecht, ich bekam Panik. Also Sie sagen, Sie haben die Pistole nach Herr Yogi geworfen. Moment mal, Gerichtsakte. Kaum Sauerstoff im Fahrstuhl, kein Hinweis am Tatort. Nach verlorenem Fall im Fahrstuhl eingeschlossen. Kurz im Herz. Kugel im Herz, die Mordwaffe wurde 2-mal abgefeuert. Aber er erzählt nur von einem Schuss. Okay, gut. Also Sie sagen, Sie haben die Pistole nach Herr Yogi geworfen. Ich war benommen. Einen Augenblick später gab es einen Schuss. Dann einen Schrei. Moment mal. Die Pistole gab einen Schuss ab. Ja. Ich glaube, ich verlor nach dem Wurf das Bewusstsein. Seitdem halten sie in meinem Kopf jeden Tag. Der Schuss und dieser schreckliche Schrei. Der Schrei? Es war ein schrecklicher Schrei. Ich erinnere mich bis heute an ihn. Moment mal. Bis heute? Ja, ich kann ihn praktisch jetzt hören. Ich bezweifle, dass ich diesen Schrei in meinem Leben jemals vergessen werde. Das ist es. Ein Teil dieser Aussage ist ganz klar widersprüchlich zu den Beweisen. Aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich finde es besser heraus, und zwar schnell. Also, wir gehen zurück in die eine Aussage, wo er sagt, er hat nur einen Schuss abgefeuert. Ja. Gab es einen Schuss? So, bei dieser Aussage präsentieren wir nun die DL6-Akte. Sind Sie sicher, dass Sie nur einen Schuss hörten? Sind Sie sicher, dass Sie nur einen Schuss hörten?
Ja, ich bin mir ganz sicher. Ich hörte den Schuss und den Schrei. Danach kann mir an nicht kann ich mich an nichts mehr erinnern. Ich war bewusstlos, bis die Rettungskräfte kamen. Ich verstehe. Aber das ergibt keinen Sinn. Sehen Sie sich die Akte noch einmal an. Das widerspricht eindeutig der Zeugenaussage. Es macht Ihnen Spaß, diese Akte herauszukommen, nicht? Ich akzeptiere diesen Beweis nicht, außer Sie können uns die relevante Zeit dienen. Welche Seite widerspricht Miles Edward Aussage? Daten über das Opfer. Sehen Sie die Akte unter Daten über das Opfer nach. Dort steht klar und deutlich, die Mordwaffe wurde zweimal abgefeuert. Miles Edward hatte aber nur einen Schuss. Die Mordwaffe wurde jedoch zweimal abgefeuert. Der erste Schuss löste sich versehentlich, als die Pistole geworfen wurde. Wer also feuerte den zweiten Schuss ab? Vielleicht gab es eine weitere Person, die die Pistole das zweite Mal abfeuerte. Euer Ernst, Sie wissen ja, dieser Vorfall liegt 15 Jahre zurück. Die Beweise sind veraltet. Die Pistole wurde zweimal abgefeuert. Wir wissen jedoch nicht, wann der zweite Schuss abgefeuert wurde. Er könnte am Tag davor abgefeuert worden sein. Es gibt keinen Beweis, dass der zweite Schuss etwas mit dem Vorfall zu tun hat. Was? Ich verstehe. Sie haben recht, Herr White. Die Mordwaffe wurde zweimal abgefeuert, wie wir wissen. Einer dieser Schüsse wurde vom Angeklagten abgegeben, damals noch an einen kleinen Junge. Können Sie beweisen, dass der andere Schuss etwas mit dem Fall zu tun hat? Jetzt wage ich mich ins Kreuzverhör. Also ins Ganze. Ja. Euer Ehren, ich denke, dass ich Ihnen beweisen kann. Ich unterbreche schnell, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao!